Habe ich zwar schon lange nicht mehr gemacht, aber das ist kein Problem. Oh, hier haben wir gleich eine Zielübungsteil. Ein Schildzeit können wir gleich mal üben. So. Was? Ich habe doch. Muss ich höher zielen oder was? Entspannt zielen und ein bisschen höher. Schade, dass man die Pfeile. Ach doch, die Pfeile kann man sehen. Also ich muss auf jeden Fall höher zielen, okay. Der Pfeil fliegt aber komisch, ist ja wie bei Turok. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Können wir uns jetzt schön bedienen. Hallo. So, hier war ein Schmiedehammer. Das interessiert uns nicht. Das Mehl können wir mitnehmen. Dann können wir nämlich damit wieder schön viel Teig machen. Und mit dem Teig können wir dann wieder schön viel Brot backen. Meine Vermutung manchmal, dass es abstürzt, liegt vielleicht daran, dass der, wenn ich irgendwelche Leute mich anrempeln oder so von alleine, dass dann so eine Taschensymbol aufploppt vom diebischen Sein. Also man kann ja auch Leute bestehlen und dass es da vielleicht ab und zu mal einen Fehler gibt, dass es dadurch abstürzt. Wie kommen wir denn jetzt zur vierten Ebene am besten? Ich glaube, da müssen wir über das Trolllager, oder? Weil hier kommen wir ja gar nicht lang, hier ist ja nur die Taverne. Da könnten wir uns noch mal ein bisschen umsehen, aber das will ich nicht. Wir gehen am besten noch mal über die Goblins Richtung Trolllager. Und danach müssen wir rausfinden, wer den Astronomen getötet hat, beziehungsweise was diese Zahlenkombination bedeutet. So, ach nee, jetzt geht's in Level 2. Also ich bin immer noch auf derselben Ebene gewesen. Greift er uns an? Nix mit uns Scherze mach, Mensch. Okay. Wir könnten ihn auch töten, aber. Ach, wir können ja zu Greu. Stimmt. Wir können jetzt zu Greu gehen und ihm sein Buch geben. Sein Geburtstagsgeschenk. Habe ich schon fast vergessen. Ah, Mann. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt einige geschrien haben, was ich noch zu tun habe und ich hätte es beinahe vergessen. Gut, dann gehen wir mal zu Greu. Der war ja auch in dieser Richtung. Dann können wir das alles mit einem Abwasch erledigen, wie man so sagt. Und wir haben den dicken Troll ja schon in unser Herz eingeschlossen. Den lassen wir doch nicht in den Stich. Mal schön die Türen schließen, das habe ich von Thief, habe ich mir das angewöhnt. Wo geht's eigentlich hier lang? Ah. Oh Gott. Ui. Okay, das hat gut funktioniert. Was ist denn hier hinten? Ach, hier kommt man nur hier hin. Ich weiß auf jeden Fall hier in diesen Höhlen. Ich weiß nicht, wie sich die Höhlen nennen, aber hier müssen wir auf jeden Fall öfters mal noch lang. Weil ich weiß, man kann nämlich noch auf die andere Seite kommen mit Schweben. Wie ihr da hinten seht. Und dann geht es dort weiter. Also es gibt da noch viel mehr zu sehen als nur dieser kurze Fleck hier. Wo ist er denn? Ach, der angelt gerade, Groll. Ich bin jetzt nicht beim. Tü-tü-tü-tü-tü. Ist er mir wirklich? Ich weiß nicht. Naja, der holt ja sowieso gerade Fisch, also. Fällt ja nicht auf. So, dann gehen wir mal zu Kreu. Hier haben wir auch noch ein paar Pflanzen, die wir mitnehmen könnten. Wir quatschen erstmal mit ihm. Hallo, mein Freund. Du bringst Geburtstagsgeschenk für Kreu? Hier, bitteschön. Wie würde dir das hier gefallen? Oh ja. Greu, das mag. Du sehr nett. Du Greus bester Freund. Du weißt, wie du Greu glücklich machen. Greu dir jetzt auch geben Geburtstagsgeschenk. Nimm das. Trollamulett. Ein Troll dich angreifen, wenn du tragen darfst. Danke. Und wir sind ein Level gestiegen. So, mal gucken, in was investieren wir denn? Wollen wir weiter in Magie bleiben? Oder vielleicht nochmal einen Fernkampf? Also wir haben ja schon 42.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr, weil das erhöht auch Objektwissen. Und Objektwissen ist immer gut, weil es identifiziert ja die Gegenstände. Zack. So, jetzt können wir nämlich Objektwissen noch eins höher machen und wir sind 40. Brauen von Tränken. Stimmt, die müssen ja sowieso höher werden, wenn wir die besten Tränke haben wollen. Magie sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir werden einfach mal Alchemie besser machen, oder? Weil das hier ist Quatsch. Entschärfen und Fallen, dafür haben wir Magie. Da brauchen wir also das gar nicht. Wir brauchen keine Fingerfertigkeit. Genauso wie Schleichen brauchen wir auch mittlerweile nicht mehr. Sinneschärfe auch nicht unbedingt. Machen wir mal hier Objektwissen voll. So. Und die restlichen Punkte in Fernkampf. Haben wir ja gut investiert. Zack. So, und wir haben ein Trollamulett bekommen. Das kann ich euch schon verraten, wofür das ist. Er hat es ja schon angedeutet. Mit diesem Amulett greift mich kein Troll an. Es gibt nämlich auch wilde Trolle, so wie Kreu, die aber alles und jeden angreifen, wenn man sie entgegenkommt. Und wir sind jetzt immun. Wir werden jetzt von diesen Trollen nicht angegriffen. Wir hätten sie natürlich auch töten können, was gut EP gibt. Und auch mal Loot, aber die sind halt verdammt heftig, weil Trolle halten sehr viel aus. Die sind zwar langsam, aber sie halten viel aus und können ganz schön zu lang. So, hier war auch nichts mehr. Gut, dann haben wir das erledigt. Das heißt, wir können jetzt auch in den unteren Ebenen gehen, in die unteren Minen, wo es auch Trolle gibt. Also jetzt nicht das Trolllager ist gemeint, sondern wirklich wild laufende Trolle in unteren Bereich. So. Ich wünschte, ich hätte hier eine Destilliermaschine. Das könnte ich gleich mal probieren, ob ich noch ein bisschen was brauen kann. Müssen auf jeden Fall schön Zeug sammeln. Ansonsten müssen wir wieder in die Burg zurück und dort das Zeug dann brauen. Hier waren ja die Wachen. Im Grunde bin ich eigentlich eher so der Freund dafür, dass wir die Goblins komplett auslöschen. Aber wir sind ja momentan noch neutral, deswegen bleiben wir auch neutral, oder? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich die Goblins ein bisschen aufwiegele. Gut, gut. Du reingehst. Aber ich finde es halt in neutralen Momenten immer ganz gut, weil du hast dann immer die Chance, überall reinzukommen. Wenn wir nämlich feindlich sind, kommen wir teilweise irgendwo nicht mehr lang. Aber in den Trollen gibt es echt viel Cash. Würde da sowieso gerne mal alles plündern. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit dazu. So. Was war hier noch? Hier war ja eigentlich nichts mehr. Hier haben wir ja alles geklaut. Denn ist noch so eine Lilie oder was das sein soll. Was wir mal machen können. Morgenpflanzblumen, die nehmen wir mit. Mana-Flaschen brauchen wir nämlich später irgendwann mal, wenn wir wirklich viel zaubern müssen. Jetzt haben wir einen Bogen und sind ein Magier. Echt komische Kombination. So, denn hier hinten war ja ein Troll, der hat uns nicht durchgelassen. Jetzt ist er nicht mehr da. Und wir können in die unteren Ebenen gehen. Level 4. Da wollten wir ja hin. Und wir sollen zu einem Schlangenpfeiler, beziehungsweise das Treffen findet an einer Schlangensäule statt. Also danach müssen wir Ausschau halten. So, Ebene 4. Ich mich nicht irre, war hier auch was? Ah, hier ist noch so ein Stein. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, für was das ist. Aber hier lag jemand, das heißt noch. Ein Angler. Und so haben wir jetzt unsere Angel. Jetzt könnten wir auch angeln. Oh, ich habe Goblins. Ich glaube, die sind feindlich. Hm, das sind feindliche Goblins. Oh, jetzt rennen sie weg.
So, ja, das erste ist down. So, haben wir ihn erledigt. Nehmen wir mal mit, das können wir beim Speed verkaufen. Da bräuchten wir sowieso mal bessere Ausrüstung. Nehmen wir mal alles mit. So. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Hier geht es noch weiter runter, aber keine Ahnung, was das für ein Bereich ist. Steht nichts da. Das könnte Level 5 sein. Muss aber nicht. Hier war ein Geheimgang, oder? Ja, hier brauche ich aber Schlösser knacken, beziehungsweise einen bestimmten Schlüssel, um dieses Schloss zu öffnen. Da unser Schlüssel knacken nicht hoch genug ist, können wir da nicht vorher rein. Aber ich glaube, das war auch story-relevant, soweit ich weiß. Na gut. Hat der noch eine Keule gehabt, die wir mitnehmen können? Ja, hier ist. So. Ja, hier zum Beispiel auch. Hier ist auch, wie ihr seht. Da braucht man keine Sinnesschärfe, das erkennt man gut. Hier war auch ein Geheimgang oder Schlüssel. Schlüsselloch war hier auch irgendwo in der Nähe. Sehe ich aber gerade nicht. Wie gesagt, wir müssen uns dann erstmal um das Ritual kümmern. Wir haben immer noch Schleichen, wie ihr seht. Ist links ab und zu mal eingeblendet, wenn es dunkel ist. Ich höre was. Es könnte eine Spinne sein oder eine Ratte. So, jetzt müssen wir echt vorsichtig sein, weil diese Ebene ist... Oh! Gott, hab ich mich erschrocken. Noch irgendwo eine? Alter! Diese Scheißfledermäuse! Hey! Die haben ja nur Rippchen, das heißt, es bringt nichts, sie zu plündern. Ich höre aber irgendwo noch eine Spinne, die wird wahrscheinlich in den oberen Bereichen hier sein. Also Ebene 4 ist schon ein deutsch schwerer als das, was wir vorher hatten. Auch wenn hier nur Ratten sind, hier kommen aber auch noch andere Sachen vor. Wir müssen ja echt auf der Hut sein. Hier gibt es auf jeden Fall viele Secrets, die man hier lösen kann. Und werden hier auch öfters mal durchgehen. Der Bogen, der fällt mir wirklich. Upsi. Und da sagt man immer zu mir, ich kann nicht mit dem Bogen umgehen. Ach, das ist noch eine. Gut, die war ja auch ziemlich nah jetzt, aber was soll's. Oh! Im Grunde können wir eigentlich schon die ganzen Rippchen mitnehmen, weil das ist jetzt doch ein wenig viele Ratten gewesen. Können wir rohe Rippchen verkaufen. Ich glaube, hier auch irgendwo war ein Händler. Im Untergrund. Ist das... Gold an der Wand. Das kann man natürlich auch abbauen. So, jetzt haben wir Gold. Okay, hier ist nichts. Sackgasse. Und hier kommen wir auch später hin. Auch entzaubern können wir ja schon, glaube ich, die Fähigkeit. Aber das ist noch zu früh, dahin zu gehen, weil das ist, ihr habt ja was von den Elsiden ja schon mal gehört. Ich kann euch schon verraten, da hinten geht's in Richtung Elsiden. Und gegen die haben wir nicht mal der Hauch einer Chance. Da brauchen wir schon stärkere Magie oder bessere Rüstung. Wir müssen uns auf jeden Fall auf eins spezialisieren, weil bei alles kriegen wir nicht hin. Das kann ich euch jetzt schon verraten.
Und hier ist wieder so ein Schrein. Was es mit denen auf sich hat, kann ich euch auch noch verraten. Oh, da ist Geld.